Moin, liebe Topfamilie und liebe My Little Pony-Fans da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zur letzten Folge My Little Pony. Das ist, boah, das müsste die zweitlängste Playlist sein, mit allen Reaktionen, die wir hier haben von My Little Pony. Boah, ich blicke auf eine tolle Zeit zurück, wenn ich an My Little Pony denke. Am Anfang ich noch so, mal gucken, was das hier ist. Mal gucken, was das ist, ob ich das überhaupt gucke, ob ich das durchziehe. Ich hätte nicht gedacht, und das sage ich hier wirklich, hier so mit voller Stolz und aus vollem Herzen, ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch diese wunderschöne Zeit, und ich kann euch jetzt schon sagen, ich möchte nicht, dass es ein Ende hat. Es soll kein Ende haben. Es werden noch Special-Videos zu My Little Pony kommen. Es gibt My Little Pony Next Generation. Mehr dazu in einem separaten Video. Vielleicht habt ihr schon gesehen, vielleicht kommt es noch. Deswegen vergesst auf jeden Fall nicht den Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt. Nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Ich glaube, ich sehe hier Smolder gerade. Hier ist, glaube ich, Silverstream. Und ich sehe hier hinten auf jeden Fall, ja, soll das Jonas sein? I don't know. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Freundschaft bleibt, heißt die Folge. Boah, ich bin gespannt. Ich versuche nicht zu heulen. Ich weiß es nicht, weil ich bin wirklich nah am Wasser gebaut, ich bin emotional. In der gesamten Serie Lost, wenn ich die immer schaue, weine ich, und das ist jetzt wirklich keine Lüge, weine ich, oh, jetzt muss ich mal kurz durchgehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 8 Mal, also in dem Sinne wirklich weinen, wirklich weinen. Ich bin jetzt hier gespannt. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Boah, die letzten 22 Minuten. Eigentlich möchte ich nicht drücken. Aber wir machen's. Die richtige Reporterin. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Hä? Als Freundschaftsbotschafter Drache hat man viel zu tun. Hä? Zwischen den Abyssinianern und den Diamanthunden zu stiften, war wirklich nicht leicht. Und deshalb warst du der Richtige. Schön, dass du kommst. Sieht so anders aus. Also, was gibt es für einen Notfall? Seit ich Celestias Schule übernommen habe, lag mein Hauptaugenmerk auf Magie. Aber ich glaube, meine beste Schülerin hat die wichtigste Lektion nicht verstanden. Was meinst du damit? Sagen wir gut, dass mein königlicher Berater und Freundschaftsbotschafter an meiner Seite ist. Eure Majestät? Sie ist hier. Schick sie rein, Gallus. Was? Okay, warte mal. Warte, das muss ich jetzt erstmal kurz verarbeiten. Twilight sieht jetzt so aus, wirklich wie Celestia mit diesen Haaren und so. Warum ist Spike so groß und Gallus gehört zur Garde? Okay, ich bin verwirrt. Oh, ich will nicht weiter gucken. Ich will nicht, dass das endet. Och Mann. Eure Majestät, Laster, ich bin zwar die Herrscherin Laster von Equestria, aber ich bin auch deine Lehrerin. Du bist eine tolle Lehrerin. Ich liebte jede Minute an der Schule der Magie. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich der richtige Ort für mich ist. Ah, verstehe. Nicht wegen der Arbeit. Ich könnte wochenlang in der Bibliothek recherchieren. Allerdings wird mir zu viel Wert auf Freundschaften gelegt. Wenn das dein Problem ist, bist du hier richtig. Aber darum geht's. Ich möchte keine Freunde finden. Was? Spike. Du verlässt also lieber die Schule, als Freunde zu finden? Eigentlich hatte ich vor, selbstständig lernen zu können. Eines Tages will ich so viel erreichen, wie du es getan hast. Ohne Freunde wird das ziemlich schwierig. Da bin ich mir nicht so sicher. Freundschaften sind für mich eher eine Ablenkung und daher eigentlich reinste Zeitverschwendung. Was? Ich weiß, dass du und deine Freunde viel erreicht habt. Aber das war vor so langer Zeit. Und soweit ich das sehe, regierst du jetzt auch ganz allein. Hallo, der königliche Berater steht hier.
Und da finde ich auch gar nichts falsch. Im Grunde genommen finde ich es sogar besser. Und wenn Freundschaften sowieso abklingen, wieso soll man sie dann überhaupt schließen? Aufgrund des Folgentitels. Egal was ist, egal wo du bist, egal wohin dich dein Weg schlägt, Freundschaft bleibt. Was eigentlich, finde ich, eine schöne Botschaft ist. Weil, wie ich es gerade gesagt habe, du bist sehr gut mit jemandem befreundet und hast das Gefühl, sind wir doch befreundet. Der eine wohnt da, der andere wohnt da. Man lebt sich jetzt nicht auseinander, man sieht sich aber selten. Aber die Freundschaft, die Verbundenheit zueinander, die bleibt. Weißt du was, Laster Dawn? Du hast recht. Was? Spike. Wir singen gleich das komplette Lied mit. Wir singen das komplette Lied mit. Weil es ist die letzte Folge. Deswegen sage ich auch ein allerletztes Mal, oh mein Gott, das ist jetzt auch so etwas der Tradition geworden. Meine Lieben, Prost. Prost auf die allerletzte Folge My Little Pony. Und jetzt singen wir nochmal gemeinsam hier dieses Lied. Little Pony, ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. Little Pony, doch da botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. Ich dachte am Anfang, ich habe meinen Einsatz verpasst, weil hier so eine scheiß Nachricht aufgeploppt ist und ich kurz im Gedanken war. Tut mir leid, aber ich habe ja noch meinen Einstieg gefunden. Ich habe nur das habe ich jetzt nicht mitgesungen. Freundschaften machen mehr Arbeit, als sie es wert sind? Das ist deine beste Schülerin? Freundschaften machen Arbeit und es gibt keine Garantie, dass sie halten. Sie können kompliziert sein. Oder auch chaotisch und sind oft anders als geplant. Es ist oft schwer, mit Freundschaften umzugehen. Oh, da ist ein Bild von dem. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal erkannte, dass sie vielleicht nicht ewig halten. Oh nein, nein. Twilight? Ich bin sicher, dass das alles ist. Ich überprüfe es noch ein letztes Mal, Spike. Aber das haben wir doch schon. In jedem Zimmer. Zweimal. Aha. Eine Ausgabe von den Powerponys. Gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. Danke, aber das habe ich doch schon gelesen. Das muss nicht mit nach Canterlot. Nein, nein, nein. Du liebst die Powerponys. Wir nehmen es mit. Wirklich, Twilight. Ich brauche den Comic nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie noch sammle. Vieles verändert sich und ich werde ja auch älter. Nur weil sich Dinge verändern, heißt das nicht, dass du das, was du liebst, zurücklassen musst. Du hast keine Angst, Equestria zu regieren, oder? Nein, ich habe nur Zeit gebraucht. Und ich war in meinem Leben noch nie so gut vorbereitet. Doch nur, weil ich bereit für den Thron in Kenner bin, heißt nicht, dass ich Ponyville verlassen will. Als wir gekämpft haben, um Equestria vor T-Rex, Chrysalis und Cozyglow zu retten, hatte ich keine Zeit, daran zu denken. Aber jetzt geht alles so schnell. Was denn? Die Krönung, unser Umzug, wir verlassen unsere Freunde. Ich dachte, wir regieren Equestria gemeinsam. Ja, natürlich. Aber das ist nicht dasselbe. Sie haben hier alle ihr Leben. Wir ziehen weg und sie nicht. Und ich habe das Gefühl, wir lassen sie zurück. Was, wenn wir uns alle auseinanderleben? So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Wetten, dass sie genauso empfinden? Du hast recht, Spike. Danke. Manchmal hilft es, mit einem guten Freund zu reden. Also, du machst dir keine Sorgen, dass sich was verändert, wenn ich in Canterlot bin? Ganz bestimmt nicht. Veränderungen sind natürlich wie die Jahreszeiten. So ist eben das Leben auf der Farm. Ja, mag sein. Entschuldige, ich muss jetzt diese Kisten sortieren und packen. Da jetzt auch noch einige Leute außerhalb von Equestria kommen, haben wir viel zu tun. Sorgen? Überhaupt nicht. Es sei denn, du sprichst von der Krönung, dann ja. Das mit dem Kuchen ist geklärt, aber da ist ja noch die Party geplant.
Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Gummi das mit dem Feuerwerk organisiert hat. Und was ist mit der Zeit nach der Krönung? Glaubst du, dass sich irgendwas ändert? Naja, da ich ab jetzt die Verantwortung für alle Catalog-Galas habe, muss ich öfter dorthin. Also das wird sich ändern, aber das macht mir nichts. Nein, natürlich nicht. Wunderbar gemacht, ihr Lieben. Es könnte nicht besser laufen. Josephine, wenn du und die anderen Tauben jetzt losfliegt, müssten wir gleichzeitig in Canterlot ankommen. Eloise und Hubert, ihr müsst jetzt auch los. Es ist ein sehr langer Weg, aber keine Sorge. Ich bringe viele Snacks mit, damit ihr vor unserem Auftritt Energie tanken könnt. Alle anderen dürfen mit Zug fahren, denn es ist zu weit für eure kleinen Flügel. Und schließlich wollen wir, dass für die Krönung alle in Topform sind. Zum Glück konnten wir vorher noch mal proben. Alle sind so aufgeregt. Wie ich ja schon gesagt habe, also die gute Twilight hier macht sich natürlich Sorgen, dass sich was ändert. Es wird sich was ändern. Aber wenn sie selbst sagt, ich möchte jetzt Zeit mit meinen Freunden verbringen, dann macht das. Soll sie niemand von aufhalten. Aber ich wette, kein Pony ist so aufgeregt wie du. Du ziehst nach Canterlot, wirst gekrönt. Ich kann daran einfach überhaupt nichts Schlechtes finden. Ja, ich auch nicht. In 3, 2, 1 und... Pass auf, Rainbow Dash. Ich weiß, wie wichtig dir das ist und wir zeigen gern was ganz Besonderes. Aber muss das jetzt unbedingt so wahnsinnig kompliziert sein? Aber natürlich. Und ich weiß, dass wir es hinkriegen. Entschuldige, Twilight. Ich habe keine Zeit zu reden. Wir haben vor der Krönung noch jede Menge Arbeit vor uns. Schätzchen. Veränderungen Schätzchen. In der Mode immer wichtig. Ich denke schon daran, Boutiquen für Nicht-Ponys zu eröffnen. Alles muss sich entwickeln. Spike ist hier vorne. Zum Beispiel. Ich wurde aus dem Nichts dazu inspiriert, mein Design für deine Robe zu ändern. Ich nehme diese Sternenspinnennetze hinzu. Nachdem sie gesponnen wurden, leuchten sie kurz auf. Viel Zeit ist nicht, ein Netz zu finden, aber der Effekt ist sicher umwerfend. Siehst du, Liebes, Veränderungen sind fabelhaft, wenn man sie annimmt. Starlight müsste bald hier sein. Wir wollten dir nämlich noch etwas geben, bevor wir losfahren. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht, Twilight. Ich nehme meine Comics mit nach Canterlot. Ich kann die Powerponys nicht zurücklassen. Den Powerponys ist das egal, Spike. So wie all unseren Freunden. Okay, Twilight. Bist du bereit? Wir wollten uns von dir verabschieden. Es gibt noch viel zu tun. Fahrt ihr nicht im Zug mit? Ich fahre mit Big Mac, um noch unsere Liste zu besprechen. Wir wissen sonst nicht, wer welche Lieferung kriegt. Und ich muss noch zu den Wonderbolts. Wir wollen die Show noch ein letztes Mal durchgehen. Ich gehe mit Gummy. Er sagt, er weiß, wann das Feuerwerk losgeht. Aber ob ihm das irgendein Pony wirklich... Ah ja. Ich muss noch das Futter der Schwäne und Tauben abholen, die schon vorgeflogen sind. Wenn ich sie nicht füttere, sind sie zu erschöpft für einen Auftritt. In Canterlot lebe ich ja auch allein. Da kann ich auch allein mit dem Zug hinfahren. Bis später, schätze ich. Och, du reist doch nicht allein, Schätzchen. Ich werde im Zug genug Zeit haben, das Sternenspinnennetz zu weben. Aber wir müssen jetzt los. Wir haben keine Zeit zu trödeln, sonst wird die Krönung nicht perfekt. Das ist das Problem. Ihr seid alle so wahnsinnig besorgt um die Krönung, dass euch ganz egal ist, dass ich Ponyville verlasse. Das ist dir noch nicht egal. Och, Mann. Ja, richtig. Du bist weggezogen, deinen Freunden war es egal und fertig. Nein, so war es eigentlich nicht. Nein, es ist uns nicht egal, dass du wegziehst, Twilight. Wie kannst du denn nur sowas von uns denken? Wie kommst du überhaupt auf so eine Idee? Ich wollte mit euch über meine Gefühle reden, aber ihr wart alle so beschäftigt mit der Krönung. Das stimmt, ich war dabei. Naja, so konnten wir uns auf etwas anderes konzentrieren. Ablenkung. Ich wusste, dass du dir Sorgen machst, ob sich alles verändert. Ich dachte, wenn ich einfach so tue, es wäre alles in Ordnung, wäre es das. Und ich wollte dir nur ein gutes Gefühl geben, aber nur damit ich selbst nicht so traurig bin. Bevor ich nach Ponyville kam, wusste ich gar nicht, was Freundschaft ist. Ihr habt mir so viel beigebracht. Ich will nicht glauben, dass das vorbei ist. Wenn ich an die Zukunft denke, denke ich nur daran, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ich ziehe so weit weg von euch und das macht mir Angst. Es geht mir ganz genauso. Mir auch. Bis ins Mark erschüttert. Yep. Ich würde das jetzt nicht Angst nennen. Echt jetzt, Rainbow? Nur weil ich
ich es nicht so nenne, heißt das nicht, dass ich es nicht fühle. Ich werde dich bestimmt so sehr vermissen. Ich muss ständig daran denken, wie sehr sich unser Leben verändern wird. Was, wenn wir einander gar nicht mehr sehen? Was, wenn wir nicht mehr viel reden? Was, wenn wir keine Freunde bleiben? Es klingt seltsam, aber zu wissen, dass ihr auch Angst habt, lässt mich selbst weniger ängstlich sein. Das ist schön, aber jetzt solltest du Angst haben, den Zug nach Canterlot zu verpassen. Sorry, ich bin zu spät. Ich dachte, ich hätte euch verpasst. Wir haben keine Zeit. Oh Mann. Oh nein, wir haben ihn verpasst. Aber vielleicht... Okay, wir sitzen im Zug. Jetzt ist alles okay, oder? Ich hatte genau geplant, wie viel Zeit ich für mein Sternenspinnen jetzt brauche. Und nun bin ich spät dran. Ich hoffe, Big Mac findet allein heraus, wer welche Lieferung bekommt. Ich hoffe, diese Kiste enthält nur die beste aller Apfelschorlen. Yep. Ah, der Sweet Apple Acres Apfelmus für mein Krönungsparfum. Oh oh. Ist das der Apfelmus? Yep. Ich habe keine Snacks für die Tauben und Schwäne, aber die werden sie nach dem langen Flug brauchen. Ich muss den Speisewagen finden. Und ich muss auch noch zu den Wonderbolts. Wo ist denn das Krönungsteam? Alle haben gewartet, aber als du nicht kamst, haben sie gedacht, ihr trefft euch sicher vor Canterlot. Ich mache mir nur Sorgen, ob Gami sich um das Feuerwerk kümmert. Na ja, es könnte schlimmer sein. Wow. Wirklich? Schafe? Meine Güte, Twilight, ist alles in Ordnung? Wir hatten ein paar Probleme auf dem Weg hierher, aber jetzt ist alles gut. Wir sind beide so unglaublich stolz auf dich, Twilight. Nimm dir ruhig einen kurzen Moment Zeit. Es ist ja deine Krönung. Obwohl es ganz schön wäre, wenn wir anfangen könnten. Bist du bereit? Nein! Ohne ihre Krönungsrobe kann sie doch nicht gekrönt werden. Selbstverständlich. Bürger von Equestria. Und mal eben kurz die Mähne kennen. Meine Schwester und ich haben dieses Land eine ganze Weile regiert. Aber wir wissen auch, dass es irgendwann eine Veränderung geben muss. Und wenn diese manchmal auch beunruhigend sind, alle Charaktere dazu zu sehen. Natürlich wie der Sonnen- und der Mondaufgang. Beides geben meine Schwester und ich nun vertrauensvoll in die Hufe des Ponys, das unsere Nachfolgerin ist. Du bist wunderschön. Oh, hätte ich fast vergessen. Und so präsentiere ich euch ohne weitere lange Reden die neue Herrscherin von Equestria, Prinzessin Twilight Sparkle. Tut mir leid. Wow, beides verbunden. Twilight? Oh nein, weil da eine Spinne drauf ist. Ich weiß, ich habe euch was anderes versprochen, aber was anderes konnte ich nicht finden. Tja, mit oder ohne Dash, Twilight wird jetzt gleich gekrönt. Wonderbolts, los geht's! Nein, wartet! Oh oh. Oh, Gabi macht das Feuerwerk. Auf Twilight. Oder so ähnlich. Okay, jetzt habe ich verstanden. Deine Krönung war so ein Chaos, dass du und deine Freunde euch nie davon erholt habt und deshalb nicht mehr befreundet seid. Nein. Naja, du hast so halb recht. Also, dann war die Krönung doch gar kein Desaster und eure Freundschaft ist einfach nur mit der Zeit verblasst? Nein, das würde ich nicht sagen. Entschuldige bitte, Verspätung. Aber es ist so schwer, einen Babysitter mit Humor für Little Cheese zu finden.
Ganz ehrlich, ich wäre ja schon früher gekommen, aber ihr glaubt nicht, wie viel in Yak-Yakistan heutzutage los ist. Sie war in Yak-Yakistan? Wir würden vielleicht mal pünktlich kommen, wenn du mir ein paar Aufgaben überlässt, statt andauernd alles allein zu machen. Würde ich ja, wenn du dann alles richtig machen würdest. Oh. Ah, die beiden mal wieder. Wir sind doch nicht die Letzten, oder? Discord muss zu einer G&G-Convention, sonst würde er auch kommen. Okay. Ich dachte, weil ihr alle nicht mehr ständig zusammen seid, wären wir nicht mehr befreundet. Darum geht es in meiner Geschichte nicht. Natürlich war meine Krönung ein totales Desaster. Immerhin ist die Krönung jetzt zu Ende. Was? Genau diese Worte wollte ich auch gerade sagen. Oh, weißt, du Starlight. Die Krönung wahrscheinlich ganz anders geplant. Aber schön, euch alle lachen zu sehen. Wir wollten dir das geben, bevor du Ponyville verlässt, aber da war es ja etwas hektisch. Da du ja fortsiehst, dachten wir, das hier könnte dir helfen. Ein Bild. Wenn du Ponyville oder uns vermisst. Ein Bild. Nee, ein Buch. Oh. Es ist ein Buch mit Erinnerung. Wir haben alle etwas beigesteuert. Und egal, wie sich alles ändert, Das erinnert dich immer an die alten Zeiten. Ich liebe es. Habt alle vielen Dank. Aber ich will nicht nur zurückblicken. Natürlich war die Krönung nicht perfekt, aber das ist nicht schlimm. Unsere Freundschaft ist das, was zählt. Und die müssen wir pflegen. Ja. Wenn wir jetzt an verschiedenen Orten wohnen, frage ich mich, wie das klappen soll. Ich aber. Wir treffen uns einmal im Mond. Und mein erster Erlass als Regentin von Equestria ist es, einen Rat der Freundschaft zu gründen. Yeah! Und das ist wirklich ein wundervoller Erlass. Wir haben immer gewusst, dass du trotz aller Widrigkeiten einen Weg finden wirst, mit deinen Freunden zusammen zu sein. Wir wissen, dass Equestria in den perfekten Hufen ist, solange du und deine Freunde auf das Land Acht geben. Trotzdem sind wir immer da, falls du uns mal brauchst. Wir sollten uns auf den Weg machen. Ihr wollt gehen? Wir hoffen, du besuchst uns bald in Silver Shoals. Aber jetzt wird es Zeit für dich, das Land allein zu regieren. Ihr seid alle mehr als fähig dazu. Danke für alles. Also, habt ihr euch nicht auseinandergelebt, obwohl sich alles verändert hat und du fortgezogen bist? Und das ist der Rat der Freundschaft? Aus diesem Grund seid ihr alle hier? Klar, jeden Mond um die gleiche Zeit. Was sie damit meint ist, dass wir auf diese Art zusammen regieren können. So konnten wir uns all die Jahre mit jeder Schwierigkeit in Equestria auseinandersetzen. Aber vor allem bleiben wir so in Kontakt. Ganz egal, wie beschäftigt wir auch sind. Manchmal sind Freundschaften schwierig und man muss daran arbeiten, aber ohne Freunde kann es noch viel schwieriger sein. Ich hätte nie gedacht, dass man an Freundschaft arbeiten muss und Arbeit macht mir nichts aus. Und wenn Freundschaft doch nicht verblasst, sind Freunde wohl doch keine Zeitverschwendung, wie ich gedacht habe. Aber ich habe mich so aufs Lernen konzentriert, dass ich jetzt nicht weiß, wo ich anfange. Das ist okay, denn ich weiß, wo ich dich hinschicken muss. Zu Beginn war ich nicht einsichtig. Ich meinte alles schon zu wissen. Was noch kam, ahnte ich nicht. Doch etwas später begann ich zu verstehen, was bis dahin mir noch fehlte. Ist jetzt ganz deutlich zu sehen. Dieser Zauber ist zu spüren. Er bleibt da, was auch geschieht. Die Freundschaftsbande, die uns nützen, sind stark genug, uns zu beschützen. Wichtig ist, wenn jeder fühlt, dass unser Zauber der Freundschaft gilt. Ganz egal, wie viel an Zeit verrinnt, die Party wird nicht ist so schön. Spiel und Spaß, wenn man gewinnt. Ah, da war auch gerade der, der immer diese Späße macht. Solange wir zusammenhalten, steig ich hoch hinauf im Glück. Dieser Zauber ist zu spüren. Starlight auch nochmal. Oh, guck mal, das sind alle. Die unterrichten da auch. Dass jeder
Einfluss auf die nächsten Generationen übergeben. Wir haben ein Kind. Oh. Oh mein Gott, da sehe ich nochmal Flip und Flam. Echt jetzt? Auch nochmal neue da. Boah, was für ein Ende. Schönes Ende. Oh, ist das schön. Also wirklich, ein emotionales Ende mit einer schönen Moral. Freundschaft bleibt. Egal was ist. Ein schönes sieht hier auch nochmal zum Ende. Schön. Nochmal alle Charaktere da eben so gesehen. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht, diese Serie mit euch gemeinsam zu schauen. Eure Kommentare immer zu lesen. Das wird mir auch fehlen. Aber wie gesagt, es wird dazu nochmal ein Video geben. Ich denke mal rund um das Episode-Ranking deswegen. Wo steht diese Folge bei euch? Noch nicht hier sagen. Aktualisiert euer Episoden-Ranking. Ich glaube, ich muss jetzt gleich erstmal meine Nase putzen. Ich habe hier zum Glück immer ein Taschentuch liegen. Ja, es, ich nehme mir mal Kopfhörer, mein Headset meine ich kurz ab. Wow, das war die letzte Folge My Little Pony. Es war eine schöne Folge, ich bin gespannt, wo ich die Folge hinschreibe. Ich, ja, freue mich über eure Kommentare hier bei der letzten Folge. Schaltet unbedingt nochmal beim Episodenranking ein. Lasst uns dann nochmal alles vergleichen. Ich denke, dann vielleicht an dem Tag oder einen Tag später höchstens kommt dann auch ein Special-Video oder rund um jetzt die Tage eben rund um die Zukunft My Little Pony. Von daher, meine Lieben, das war's von meiner Seite aus. Es war mir eine Freude, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie hat euch hier diese Folge gefallen? Schreibt eure ganzen Impressionen, Meinungen und alles in die Kommentare. Wow, oh, war das schön. Also wirklich schön. Nochmal eine schöne letzte Folge mit dieser Veränderung, mit so gesehen Rückblenden. Leider mussten wir nochmal Flim und Flam da kurz sehen. Hintergrund nur, zum Glück nicht redend. Ich dachte schon irgendwie, als ich Applejack gesehen habe und die irgendwie da diese Lieferung gemacht hat, dass wir da Flim und Flam sehen. Von daher, ja, meine Lieben, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ja, und wir sehen uns dann zu weiteren Videos zu My Little Pony hier auf dem Kanal noch wieder. Keine Sorge. Deswegen bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und liebe My Little Pony-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.